Von klassischem Jazz bis hin zu modernen Interpretationen. Beim 26. Kemptener Jazz-Frühling wird das Programm auch in diesem Jahr wieder bunt und vielfältig. In 9 Tagen werden dabei 100 Konzerte auf 40 Bühnen präsentiert. Geschmacklich dürfte somit für jeden etwas dabei sein. Wir haben versucht, die ganze Bandbreite des Jazzes anzubieten. Wir haben sehr viele Veranstaltungen, die im Freien stattfinden, wo wir auf die Zuhörer, aufs Publikum zugehen und eben auch in vielen Clubs, in großen Sälen. Wir haben, was mir persönlich sehr viel Freude macht, einen Jazzgottesdienst am Sonntag, den 25. April in der Lorenzbasilika, und können einfach uns auf einen sehr schönen Jazzfrühling freuen und hoffen auf gutes Wetter, denn das brauchen wir. Mit etwas gutem Willen von Petrus dürfen die Besucher also bei Sonnenschein und Wärme auf Jazz aus aller Welt gespannt sein. 350 Künstler aus 21 Nationen zeigen in diesem Jahr ihr Können. Herausragende Veranstaltungen gibt es dabei viele. Es ist immer das Highlight für jemanden, der diese Musikrichtung mag. Aber so kann man natürlich nennen den John McLaughlin, den großen größten stilbildenden Gitarristen im Jazz. Wir haben einen James Carter aus den Staaten bei uns, der Saxophonist, der Blech-Jazzer überhaupt genannt wird aus der mittleren Generation. Wir haben sehr viel interessante, exotische Namen, Nguyen Lee. Wir haben einen indischen Jazzer. Wir haben eigentlich wirklich eine riesen Bandbreite. Wir haben am Dienstag eine Lesung, Dichtung und Jazz mit dem Friedrich von Thun, begleitet vom Max Neisendorfer Trio. Also unglaubliche Breite, sowohl in den größeren Veranstaltungen wie auch in den kleinen Clubveranstaltungen. Ein Höhepunkt jagt beim Kemptener Jazz-Frühling also auch in diesem Jahr wieder den nächsten. Obwohl der Vorverkauf gut anlief, ist bisher nur die Eröffnungsgala am 24. April ausverkauft. Bis zum 2. Mai gibt es dann wieder Jazz, wie die Leute ihn lieben. Melancholisch und nachdenklich oder locker, leicht und fröhlich.